Wir wollen jetzt allgemein die Diagonalen am Quader rechnen. Und ja, beim Quader haben wir festgestellt, dass wir dazu zunächst mal die Grundfläche brauchen. Und bei der Grundfläche die Flächendiagonale. Ich zeichne jetzt so irgendeine Grundfläche hin. Hier habe ich Seitenlänge A und die Seitenlänge B. Und hier die Diagonale D, das war die Flächendiagonale. Wie rechnen wir die Flächendiagonale aus? Letzte Reihe. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Jawohl. Einsetzen. Wir setzen nicht ein, wir haben das A und das B nicht. Das heißt, es geht darum, eine Formel herzuleiten. Nicht einsetzen. Jetzt will ich aber erstmal das D haben. Was ist dann das D? Ja? Kann man das noch vereinfachen? Ja? Geht das? Nein. Ganz wichtig, wer hier jetzt anfängt, aus der Summe die Wurzel zu ziehen, furchtbar. So, das ist unser D. Wir kommen jetzt zum zweiten Dreieck. Das zweite Dreieck ist eben das, wo wir die Flächendiagonale und die Raumdiagonale drin haben. Da ist hier eben diese Diagonale D, hier die Seitenlänge C und hier die Raumdiagonale R. Wie geht das hier weiter? Dritte Reihe. Jawohl, und jetzt kommt das Einsetzen, jetzt können wir das D für die Freaks, das D oder das D-Quadrat einsetzen, das ist egal, eines von beiden müssen wir machen, wir setzen jetzt das D ein. Und dann habe ich C-Quadrat plus D, das D war Wurzel aus A-Quadrat plus B-Quadrat, jetzt kommt hier noch dieses Zum-Quadrat, das ich etwas dicker gemalt habe, Zum-Quadrat gleich R-Quadrat. So, und was kommt da raus, wenn ich das mache? Dritte Reihe? C Quadrat plus A Quadrat plus B Quadrat plus R Quadrat. Sehr gut. Oder, wenn wir die Raumdiagonale wollen, kriegen wir da raus die Wurzel aus A Quadrat plus B Quadrat plus C Quadrat. Und das ist eine Formel, die ist wichtig. Diese Formel bitte auswendig lernen. Das ist die Diagonale im Quader. Und man sieht an der Formel etwas, woran man ja fast während der Rechnung schon nicht mehr geglaubt hat. Man sieht, dass A, B und C in dieser Formel gleichberechtigt sind. Und das war auch klar, weil die Seiten vom Quader müssen ja irgendwie gleichberechtigt sein. Da gibt es keine ausgezeichnete Seite. Und das sieht man hier, dass also die Gleichberechtigung gleichberechtigt ist. Gut, Fragen zu der Aufgabe.